before the thunder. Thunder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Strabi 2. Wir sind wieder auf Eberlinsee Schönau. Keiner hat reingeschrieben, was für eine Linie ihr haben wollt. Vielleicht haben das am Ende auch nicht mehr alle mitbekommen. Wir fahren vom Ostbahnhof zum Hauptbahnhof. Aber es ist ein Stückchen, soweit ich das weiß. Ich kann es ja nochmal nachgucken. Was war denn das jetzt hier? Das ist doch Linie. Ah, ist auch egal. Wir gucken jetzt. Wir fahren auf jeden Fall die ganz klassische Linie. Ist das Friedrichplatz? Ich glaube, es ist Friedrichplatz, oder? Ja, Friedrichplatz müsste das sein. Es ist ein ganz schönes Stückchen zu fahren, Linie 2. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir hier unserem Quatschkopf-Kollegen hinterherkommen. Die Frage, es könnte sein, dass er da hinten stehen bleibt, deswegen ich schalte mal um. Ich will aufs andere Gleis. So. Hallo? Hallo? Ach. Oh. Nein. Ja. Dankeschön. Ist er jetzt durchgefahren oder nicht? Nein, er steht. Es ist ja gut, dass ich es gemacht habe. So. War es das jetzt oder nicht? Eberlinsee, Straßenbahn. Ist egal. Schaffen wir. Hier ist auf jeden Fall der Ostbahnhof. Und wir gucken jetzt mal. Okay. Es kann sein, dass ich jetzt nochmal das nachgucken muss, weil jetzt habe ich mich selber verwirrt. Oh, Dingens Maps ist auch noch an. So. Machen wir mal auf. Jetzt gucke ich mal was nach. Und da bin ich auch schon wieder. Ja, es ist Linie 2, die sucht. Und zwar vom Ostbahnhof durch bis zum Friedrichplatz. Das heißt, wir stellen das jetzt mal hier ein. Eberlinsee 2 bis 5. Dann nehmen wir die 2. Diese, nein. Nein, diese 2. Wir fangen aber nicht an der Betriebshaltestelle an, sondern am Ostbahnhof direkt. Sehr schön, ja. Ostbahnhof, das scheint soweit zu funktionieren. Sehr schön. Licht an. Ostbahnhof, dann müssen wir gerade noch schildern. Das ist aber ja auch kein Problem. Linie 00200, Route 01. Route 02. Eje. So. Wenn das jetzt drauf ist, machen wir erstmal die Türen wieder zu. Stellen mal auf 20 und reißen die Türen direkt wieder auf. Weil sie auf einmal alle einsteigen wollen. Und damit haben wir alle Leute drin und können losfahren. Ich fordere euch jetzt übrigens nochmal auf. Schreibt einfach mal rein, was ihr als nächstes sehen wollt. Als nächste Linie hier. Oder ob ich wieder zurück zum Busfahren wechseln soll. Ihr könnt es einfach reinschreiben. Dafür seid ihr ja da. So, oh, jetzt haben wir genau die Abfahrt verpasst. Well, that's annoying. Wenn ich jetzt drüber rase, haut nämlich der eine Teil in Richtung Schönau ab. Quatsch. In Richtung hier Dings ab. Das ist ja nicht zielführend, wie man so schön sagen würde. So. Zum Glück ist die Fahrt nach rechts nur sehr begrenzt. Schade echt, dass man die Weiche nicht vernünftig anfordern kann. Marxplatz. Die Weiterschaltung funktioniert sogar. Da hatte ich ja in Eberlinsee schöner Probleme mit. Das scheint aber jetzt zu funktionieren. Sehr schön. Und jetzt fahren wir endlich mit der Tatra hier. Ist auch Ewigkeiten her, dass ich hier mit der NF6D mal gefahren bin. Eieiei. Rrrr. Dann wird die Tatra ganz wuschig bei.
Hä? Birthday Special vom Bausimulator 2015. Ach du Scheiße. Das heißt, wenn ihr Bausimulator günstiger bekommen wollt, tut's nicht. So. Louis Armstrong Straße. Idiot. So, wieder ein bisschen zügig unterwegs. Wir müssen jetzt schließlich Verspätung aufholen. Hör mal. So. Olsenstraße. Dann biegen wir mal ab. Der Transformer jammert immer so vor sich hin. Gegen, ob keiner kommt. Eieiei. Die Bahn hat wieder einen leichten Herzanfall. Das ist 60 Hertz Frequenzrauschen vom Stromnetz. Scheiße, ey. Epilepsiewarnung, echt. Aber wenn wir jetzt wieder stehen bleiben, müsste es eigentlich wieder gehen. Ey. Damit wurden nur die Stoßdämpfer wieder freigerüttelt. Scheiße. So. U-Bahnhof Friedrichplatz. Nächster Halt. Olsenstraße. Wir sind an der Olsenstraße, fällt mir gerade mal auf. Und hier ist sehr, sehr, sehr rot. This is Olsenstraße. Olsenstraße. The next stop is... I don't know. I do know. Do not know. Thomasdom. Thomasdom. Oh, scheiß Husten. Also nicht Husten, Erkältung. Ich habe so ein bisschen den Hals zu. So, jetzt gucken wir gerade mal, dass wir die Verspätung hier rauskriegen. Ob wir auch für ein bisschen flott sind mit der Straßenbahn. Da ist es auch schon. Wir haben auch die falsche Klingel, fällt mir gerade auf. Frechheit, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Alles auf. Nein, auf. Was wollte ich denn jetzt machen? Also die Klingel. Da. Sehr schön. Türen schließen. Zurückbleiben bitte. Einsteigen bitte. So, jetzt komm. Alter, Leute, es ist grün. Dann fahr wenigstens in die Kreuzung rein. Alter, bist du irgendwie ein Stück Lauch oder sowas? Einfach nein. Ich habe jetzt keinen Bock, noch eine Ampelphase zu warten. Und das ist unrealistisch. Das ist richtig. Frank Sinatra Platz. Frank. Frank.
So, jetzt fällt mir gerade auf, dass diese blöde Omni-Navigation wieder mir gemerkt hat, dass das nicht kompatibel ist und sich deswegen nicht ausschaltet. So. Da ist er ja. Auf, Mann. So, perfekt. Jetzt hat wieder irgendeiner diesen Drecks-Kinderwagen-Wunsch gedrückt. Wo ist denn jetzt noch eine Tür auf? Da. Fahr. Jetzt kommt nämlich meine Lieblingsstelle in dieser Karte. Ich liebe das hier, ja, wie das hier so runtergeht. Wir können ja mal den hier machen. Scharnweberstraße. So. Ah, da steigen. Er steht hier mitten auf der Kreuzung, der Kollege. Und jetzt geht's vor allen Dingen noch einmal runter. Und direkt wird sich wieder über alles beschwert. Boah, Alter. Können Sie nicht mal anständig fahren? Alle, die jetzt aussteigen wollen und sich weiter beschweren wollen, dürfen jetzt gerne aussteigen. Dankeschön. Meine Fresse, ey. So. Dahin ist der Eberlinensee, soweit ich das weiß. Namensgeber der Karte. Ich würde gerne weiterkommen, aber irgendwie... Oh. Ein eins weißes Expressauto. Und hier kommt die nächste Frage. Das hat nicht gepasst, verdammt. Ah, jetzt. Endlich. Ich hoffe, du hast dich schön aufs Maul gelegt. Echt, ich wünsche es dir. Wo will denn der Kollege hinter mir hin? 6, ah, okay. Ihr seid auch irgendwie alle auf Steroiden, oder was? Ja. Hallo. Da, jetzt. Falsche Taste unter den Fingern gehabt.
Dampferkai. Da ist er, der See. Es ist wieder ein bisschen scheiße gegangen mit der ersten Tür. Bing und weiter geht's. Dankeschön. Ja, meine Damen, Sie sind ein wenig zu spät. Lädt ein ganzes Stadtviertel erstmal wieder nach. Eberlinsee. Oh. Eberlinsee. So, jetzt halten wir mal vernünftig. Jetzt sind wieder so viele Leute, da mache ich direkt alle Türen auf, dann geht's auch schneller. Türen schließen. Jetzt hat City Skylines auch wieder was. Meine Fresse, ey. Heute mischen sie sich aber alle ein. Alles Produktplacements. Ach, komm schon. Kann es sein, dass die Bahn schwerer geworden ist? Ja. Hangstraße, Preskenplatz. Guck mal, da liegt ein bisschen Müll in der Ecke rum. Freuen sich die Drehgestelle bei dem Radius. So. Und dann fahre ich noch bis nach da oben und dann machen wir Folgenschluss. Und dann soll der Rest in der nächsten Folge folgen. Nächsten Folge folgen, ja. Ja, gen. Ah. Jetzt gerade warten, bis alles hinten durch die Kurve durch ist. Führerschein gewonnen, oder? Ich weiß gar nicht, ob hier eine Haltestelle für uns ist. Irgendwie reichte eine nicht. Na? Ah. Jetzt müssen die Motoren mal zeigen, was sie können. Berghoch. Hangstraße, Klöberweg. Ey, der darf gar nicht dran vorbeifahren. Idiot, Alter. Übrigens, man merkt hier, wie in dieser Straßenbahn die Kräfte von dem Berg wirken.
Seht ihr das, wie die Bahn zurückrollt? Ganz langsam. Finde ich witzig. Achso, ich wollte doch eigentlich Schluss machen, ne? Ach, eine fahren wir noch. Gustav-Heidrich-Platz. So. Ah, gibt das wieder Überlänge. Oh, da freut sich das Renderprogramm wieder. Ey. So, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Auf Eberlinsee schön auf, wo wir dann wahrscheinlich den ganzen Rest schaffen. Bis dann. Tschüss.